Hallo Leute, ich grüße euch bei Wildpflanzen TV. Ja, es geht weiter hier auf dem Kanal. Das letzte Video ist ja schon ein Weilchen her, aber jetzt, ja, ich spüre schon langsam den Frühling in der Nase und möchte beginnen, meinen Gemüsegarten hier Stück für Stück vorzubereiten und euch das in den Videos zu zeigen. Keine Sorge, die Wildpflanzen werde ich natürlich nicht vernachlässigen. Wir haben hier im Garten einige Wildpflanzen und es geht natürlich auch raus in die Natur, wo ich euch alle Pflanzen, Wurzeln, Pflanzenteile, was man da essen kann, wie man Tees kochen kann. Im Herbst gibt es dann Pilze, das werde ich euch alles zeigen. Aber wie gesagt, jetzt beginnt es hier. Ich habe richtig Lust auf den Gemüsegarten dieses Jahr und habe hier schon Vorbereitungen getroffen. Ich habe hier Kräutererde, so ein kleines Gewächshaus, aber das zeige ich euch nachher in der Nahaufnahme und möchte hier zu Hause beginnen, aus Samen die Pflänzchen, Gemüsepflanzen und Kräuter schon mal ranzuziehen und ich werde diese kleinen Pflänzchen, die Samen hier auf die Fensterbänke stellen, in der Hoffnung, dass sie hier im Haus groß werden und ich sie dann frühzeitig raus in den Garten setzen kann, denn es könnte sein, dass der Frühling dieses Jahr früh anfängt. Es war jetzt generell warm letztes Jahr und vielleicht ist es dieses Jahr auch so. Mal schauen. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir einen kleinen Gartenrundgang. Ich habe da ein Kräutlein gesehen, was jetzt schon kleine Triebe hatte. Das zeige ich euch. Wir gucken uns den Garten einmal kurz an, wie er so aussieht, sodass man einen Vergleich hat zu dem, wenn es dann losgeht und zum Sommer und dann zur Erntezeit, wie das so aussieht. Okay Leute, also gehen wir mal raus hier. Wie ihr sehen könnt, hier auf dem einen Gemüsebeet liegt noch Schnee. Die Sonne ist auch noch recht tief, das heißt, es hat noch viele Stellen mit Schatten. Es braucht halt noch alles seine Zeit. Hier haben wir Thymian, der wäre eigentlich noch gut, den könnte ich ernten. Hier liegt auch noch alles voll Schnee. Ja, und hier, da werde ich Kräuter einpflanzen. Hier die ganzen Sockel, da steht immer ein Stückchen raus und da passen gut Kräuter rein. Es geht ein bisschen Wind heute. Hier haben wir wilden Majoran, also Oregano. Hier ist unser Komposthaufen. Da unten ist schon die gute Erde drin. Und schaut mal hier, was da schon rauskommt. Der erste Giersch. Wunderbar. Schön. Hier sind unsere Regentonnen. Und da ist auch noch Eis drin. Muss ich auch alles erneuern. Ich werde das ganze System hier nochmal erklären, wie das hier funktioniert. Über die Dachrinne werden die drei Regentonnen gespeist und die füllen sich gegenseitig so, dass sich der Wasserstand immer ausgleicht da drin. Hier ist auch noch Eis drin, da muss ich ein bisschen was machen. Aber noch ist es zu schattig hier, hier liegt auch noch Schnee. Ja, hier an der Mauer, die ganzen Erdbeeren, die schlafen auch noch. Aber schaut mal hier, die ersten Frühlingsblüher. Hier eine typische Wildpflanze im Schwarzwald, der Frauenmantel. Eine tolle Heilpflanze für Frauen. Und hier kommen die ersten Triebe raus. Hier haben wir einen Ehrenpreis. Auch schon frisches Grün. Ehrenpreis ist auch eine Heilpflanze. Hier ist so ein kleines Hügelbeet, da habe ich mal so einen Versuch gestartet. Und hier sieht man noch Spinat, da lag der Schnee drauf. Der ist etwas lappig, theoretisch kann man den essen. Ja, ist noch essbar. Schmeckt ganz gut. Hier ist ein ganz besonderes Eckchen. Hier wächst nämlich Bärlauch. Aber ich sehe noch nichts, also noch keine Triebe. Dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Aber hier haben wir auch schon die ersten Blüten. Ja, gibt viel zu tun hier im Garten. Macht Riesenspaß natürlich. Aber ja, es ist jetzt noch zu früh. Es kann noch mal schneien im Schwarzwald. Deswegen verlagern ich die Vorbereitung nach drin. Hier mit den kleinen Pflänzchen, die ich jetzt anpflanze. Und da zeige ich euch jetzt mal, was ich dafür hernehme. Gestern war ich hier beim Reifeisenmarkt und da habe ich mich ein bisschen eingedeckt. Eben ganz wichtig die Erde, die vermische ich noch mit Gartenerde. Ich versuche die Pflanzen immer gleich an die Erde aus dem Garten zu gewöhnen, aber nehme noch ein bisschen von dieser speziellen Erde mit dazu. Und dann habe ich hier die kleinen Förmchen. Und da kommt dann die Erde rein und die Samen, die zeige ich euch gleich. Hier sind noch größere Töpfchen. Hier sind Untersetzer, denn die Töpfchen werde ich alle hier draufsetzen und diese Untersetzer dann ans Fenster stellen. Hier ist so ein kleines Treibhaus, wollte ich einfach mal ausprobieren. Die Kinder haben sich das gewünscht. Und dann können wir da auch natürlich mitmachen. Es macht den großen Spaß. Und dann wird hier drin, werden die Pflanzen aufgezogen. Hier sind die ganzen Samen und
Wie ihr sehen könnt, habe ich viel vor. Da ist also alles dabei. Von Bohnen, Karotten, Gurken, Tomaten, Kürbis. Hier habe ich sogar noch Bärlauch, den könnte ich jetzt mal bald ansehen. Rucola. Ach, Blumen habe ich noch, um den Garten etwas zu verschönern. Also richtig eine schöne Auswahl. Und ich bin gespannt, welche Gemüsesorten hier gut wachsen und ja, wie das alles so wächst und gedeiht einfach. Das liebe ich einfach. Ich liebe Pflanzen und mit Hilfe dieser Samen kann man Leben erschaffen und das finde ich was ganz Tolles. Hier geht es also jetzt richtig schön weiter mit Wildpflanzen TV und mein Ziel für dieses Jahr 2016 ist es auf jeden Fall, Gemüse und Wildkräuter vermehrt in unseren Speiseplan hier in unserer Familie zu integrieren. Es ist auch ein Stück weit Selbstversorgung in meinen Augen, natürlich nicht zu 100%, vielleicht nur zu 10, 20 oder 30%, aber man muss ja mal irgendwo anfangen und sich auch darin probieren. Und lernen, learning by doing, das ist im Garten ganz wichtig. Man lernt über Jahre hinweg, über viele Zyklen, über die ganzen Jahreszeitenzyklen. Das ist schon ganz wichtig, da langsam hineinzuwachsen. Und das können wir zusammen machen hier beim Wildpflanzen-TV-Kanal. Ihr könnt den Garten hier beobachten und auch draußen die Natur. Ich fange alles mit der Kamera ein. Und ja, bin auch auf eure Anregungen, auf eure Kommentare gespannt, was ihr wissen möchtet, was ihr sehen möchtet oder wie ihr euch vielleicht mit einbringen möchtet unten in den Kommentaren, was ihr für Erfahrungen habt in eurem Garten oder mit euren Lieblingswildpflanzen. Gut, dann werde ich das Video jetzt beenden, werde hier weiter rumwerkeln. Da muss natürlich einiges vorbereitet werden, damit es einfach geordnet abläuft. So kenne ich das aus meiner Zeit als Koch. Da, wenn man seinen Mise-en-Platz hat, und ich denke mal, so ist es im Garten auch, wenn man alles schön sortiert hat, was man so braucht, dann geht es nachher alles fix von der Hand und man kann richtig losstarten. Okay, Leute, also, ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssle.